So, ihr Süßen. Da bin ich auch wieder. Jo, mich hat einfach die Aufnahmelust gepackt. So, ich habe das Gefühl, ja gut, mir wurden von Feinden angegriffen. Das ist aber kein Problem. Wie viel sind es? Zwei noch. So, Schäfchen füttern. Und dann haue ich diesen bösen Monster mal eins auf die Glocke. Dann sollte der Käse auch gegessen sein. Ich könnte ihn natürlich in Frösche verwandeln. Die Frage ist halt nur, was kann ich mit den Fröschen machen? So, den Pflanzensamen, den muss ich jetzt beim nächsten Mal auch abernten. Einpflanzen. Das sollte aber machbar sein. So. Hibiskus. Na gut. Und es regnet. Das ist wunderbar. Dann kann ich nämlich auch gleich so, der Kleine hat Hunger. Das macht aber nichts. Ja, es wird richtig ansehnlich hier. Kann ich nicht oft genug sagen. Es ist einfach Natur der Dinge. So, welche Wolke regnet dann jetzt? Hier. Super. 60, 60, 50, 50. Dann mache ich einfach noch mal ein paar Sonnenblumen und Mais. Wunderbar. So, jetzt habe ich hier so eine kleine Pflanze, die bleibt auch so klein. Die Rabenblume, ich hoffe nur, dass er nicht größer wird, wird auch nicht größer. So, jetzt rufen wir die Lilly. Können wir jetzt pflanzen? Die Raubblume. Pflanzen wir mal hier hin. Sieh sie dir an, die Kleine. So viel größer wird die jetzt auch nicht. Ist aber lustig. Ich glaube, beim Regen kommt die nicht, ne? So, wir müssen schlafen, um ein Level abzukriegen. Nur von denen, ich weiß nicht, so viele Monster will ich eigentlich auch nicht pflanzen. Da ist ein Huhn groß genug geworden. Komm, das füttern wir jetzt nochmal. Na komm. So. Supi. Jetzt können wir die Lilly eigentlich rufen. Regen hat aufgehört. Und dann können wir ihr Bescheid geben, dass wir das gemacht haben, was sie wollte. Ah, Lilly ist fertig. Wunderbar. Das bedeutet, die brauchen wir nicht mehr. Theoretisch. Das ist cool. Supi. Weißt du was? Labor, Pflanzenmutationstrank, dafür brauche ich Alkohol. Dafür habe ich keinen Limatsch mehr, okay. Ja, Meteoriteinschlag, komm, mach hin. So, dann kümmere ich mich darum, gehe ich nochmal schlafen, dass wir Level up haben. Und dann sollte das auch alles gegessen sein. So, das ist eigentlich ganz cool. Komm, Goliath, komm, zeig uns doch mal, wie wir stärker werden. Nachher sind wir stärker als du und dann ist der Käse auch gegessen. So, wir können jetzt in die Mine. Gibt es noch irgendwas, was ich hier abgrasen kann? Nein, supi. Das macht unser Pflänzchen. Hallo, Pflänzchen.
Hier rufen wir nochmal. Ich glaube nicht, dass sie uns noch was beibringen kann. Ja, solange der so klein bleibt, ist alles super. So, will ich noch mal ein bisschen was essen. So, nehme ich mir noch mal eine Fackel. So, Hühnchen. Aber ich habe Hunger. So, jetzt mache ich noch mal mich noch mal auf, die Hühnchen ein bisschen umzuwandeln. Du hast nichts gesehen, Liline. Du hast all meine Aufträge beendet. Ich habe keine weiteren Infos für dich. Supi, Kohle haben wir auch genug. Das ist wunderbar. Jetzt müssten wir eigentlich nur noch zur Locke. Ah, jetzt wo die Lilly da ist, können wir nicht mehr hin. Können wir aktuell nicht in die... Ja komm, drei Hühnchen. Das ist ganz gut. Oh, ich habe ja so richtig Bock auf Hähnchenschenkel. Das wäre super. Ja, jetzt weiß ich, was es gleich zum Mittag gibt. Beziehungsweise zum Abendessen muss ich aber nochmal einkaufen gehen. Oder ich hol's mir bei der Braterei. Eigentlich auch mal eine coole Sache. Naja, mal gucken. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock auf Hähnchen. Jo, das läuft. Das ist wunderbar. Titel habe ich auch. Super. So, jetzt kann ich auch in die Mine. Kann den Kristall nochmal abernten. Die drei müssen nochmal vorbeikommen. Der jetzt nicht. Doch, der muss vorbeikommen. Dann können wir dem nämlich Bescheid geben. Dass sie es ihrem Käfer gegeben hat. Und dann müsste der auch langsam fertig sein. Der ist ja auch schon bei 88%. Das ist wunderbar. So. Mehr können wir auch nicht kriegen. Aber aktuell haben wir eigentlich auch genug Kristallsplitter. Brauchen wir alles nicht. Jo, jetzt müssten wir eigentlich nur noch warten, dass der Bram und der Locke kommt. Und dann mache ich hiermit weiter. Das wird nämlich auch langsam Zeit. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, eben als ich kurz AFK gewesen bin, habe ich es gerade so verpasst. Da hatte mich nämlich der Locke besucht gehabt. Da war ich aber nicht schnell genug, um ihm einen Landeplatz zu geben. Jo, das war nicht so optimal, aber es war okay. Damit können wir leben. Schneiden, schieben. Genau, ja, da muss ich jetzt genau aufpassen, nicht, dass ich aus Versehen nochmal einen Baum abholze. Aber das macht jetzt keine großen Namen. Wir haben jetzt von allem so viel, dass wir uns echt... Also wir haben jetzt so viele Sachen zum Nachpflanzen im Inventar. Moon, ich freue mich über deinen Besuch, auf jeden Fall, aber du bist noch nicht an der Reihe. Ach, Moon, was soll ich dazu sagen? Dazu kann ich nicht viel sagen. Einfach aus dem Stand der Dinge. Glaubt mir, dass, ja... Na gut, gehen wir mal angeln. Hm? Moonmaus. Bringst mir Glück? Super. So, zwei große Fische noch. Und dann passt das. Supi, du stehst in meinem Umhang, Mädchen.
rückt dem Jungen noch nicht so nah auf die Pelle. Vielleicht später. Aber aktuell nett. Jo, hier reisen, dann fahren wir zu Goliath. Allerdings frisst das so viel Treibstoff, dass ich das gerne dann machen würde, wenn ich soweit bin. Ist ein wirklich ein schönes Spiel. Also habe ich schon öfters gesagt, das gefällt mir. Es ist ganz goldig, das ist ruhig. Kommt man runter, man kann das Spiel, um echt mal zu entspannen. Wenn man mal keine Action-Maction haben möchte, dann passt das schon. Und von daher, ja. Jo, ich klinge gerade so ein bisschen down. Liegt aber einfach nur an der Sache, dass ich richtig Hunger kriege langsam. Aber ich möchte das Spiel endlich auch mal zu einem Abschluss bringen. Ich meine, Bram, gut, 64% ist jetzt nicht unbedingt viel, also ein bisschen mehr als die Hälfte. Aber ein Rezept noch. Ansonsten haben wir alles in der Küche. Werkstatt, zwei Sachen noch. Hier haben wir alles. Labor, zwei Sachen. Labor und Werkstatt, fehlen noch zwei Sachen. Ich glaube, der Goliath zeigt uns dann, wie man diesen Silberanhänger bastelt. Meine ich. Silberkette, Silberanhänger wäre natürlich optimal. Und was im Labor? Wie gesagt, ein Trank fehlt uns noch. Und bei dem anderen weiß ich nicht. Es kann auch um Bug handeln. Weil in meinem anderen Spielstand habe ich ja mal gezeigt, dass ich da auch eine Sache nicht freigeschaltet hatte. Obwohl ich alle Quests fertig hatte. So, die Lilly ist abgedient. Die ist fertig. Die Yuki ist fertig. Die Angst, die Yetis sozusagen, sind fertig. Die Moon hat noch eine offene Quest, ist aber auch fast fertig. Der Goliath muss nur noch zu Besuch kommen, ist fast fertig. Der Locke hat vielleicht noch eins oder zwei Quests. Und der Bram braucht auch noch ein bisschen. Aber der ist ja gerade nach Hause auf Brautschau gefahren. Von daher werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen warten müssen auf den. Das finde ich ein... Hallo. Ich würde mich gerne... Das war gerade buggy. Ich konnte mich gerade nicht bewegen. Na gut. Na gut. Kann auch einfach an der Entfernung liegen. Oh, Bram, super. Supi. Du hast wieder die übliche Hautfarbe. Wie war das DWE-Fest? Oh, was das angeht. Ein gewisser junger Mann gab mir Krabbenscheren, die nicht mehr gut waren. Und Haut der Guido-Damen hat sich blau gefärbt wegen der Verdauungsstörung, die sie von dem Gericht bekommen haben. Das tut mir so leid. Keine Sorge, nächstes Jahr habe ich wieder die Gelegenheit, sie zu überraschen. Ich habe dir Salatsamen mitgebracht. Ich muss eine Blattsalat-Diät machen, nachdem ich so viel gegessen habe. Könntest du ein paar für mich anpflanzen? Brrr, ich bin zu satt, um zu arbeiten. Gut, Kohl, wunderbar. 1, 2, 3, 4, 5 nehmen wir mit. Haben wir aber schon alles. Vielen Dank für den Salat. Brrr. Ich werde dich mit dem Essen belohnen, das ich noch in der Speisekammer habe. Supi. Goliath ist ein nimmersatter Pirat. Er lässt mich nie in Ruhe. Ich brauche Urlaub, etwas Zeit am Strand und Entspannung auf meinem Planeten. Kannst du dich um den Piraten kümmern? Mach ich doch die ganze Zeit schon. Ich gebe dir das Rezept für seine Lieblingsspeise. Aber du musst die Zutaten dafür selbst besorgen. Ja, keine Sorge, ich kümmere mich darum, wenn du dich ausruhst. Hier ist das Rezept. Ich habe es am Rand auf ein paar alten Seiten notiert. Das sind Seiten aus einer Geschichte. Du kannst sie behalten. Schlemmergericht. Neue Seite. Mission. Noch ein Schlemmergericht für Goliath. Supi, das mache ich doch auch gleich. Und Bram brauche ich dazu auch nicht mehr. Kann ich das direkt schon kochen?
Küche, jetzt haben wir auch alles. Super, das Schlemmergericht. Kann ich auch direkt kochen. Wunderbar. Das gebe ich dem Goliath. Ich habe eine neue Seite bekommen. Oh, 11 von 11. Oh, super. Wir haben die komplette Geschichte. Oh, geil. Wir haben die ganze Geschichte. Wunderbar. So, will ich es nochmal vorlesen zum Schluss. Es war einmal ein Junge, der auf einem kleinen magischen Planeten lebte. Jeden Tag gab er sich große Mühe, sich um Land, Bäume und Tiere zu kümmern. Und er sammelte alle hellen Kristalle, die er finden konnte. Eines Nachts hörte er eine Stimme in seinen Träumen. "Du bist ein Prinz", wurde ihm gesagt. "Ich werde dir Macht geben." Von diesem Moment an begann der Junge, sich wie ein Prinz zu verhalten, der von allen, die seinen Planeten besuchten, Ehrfurcht und Respekt verlangte. Doch niemand glaubte ihm. "Wo wohnst du?", fragte ihn die Stimme. "In einem anderen Traum." Und der junge Prinz verriet die Position seines kleinen Planeten. "Warte auf meine Ankunft." Noch das Rezept. In der dritten Nacht bedeckte ein Schatten den ganzen Himmel. Der Junge fühlte sich einsam und allein und hatte große Angst. "Du", sagte die Stimme, die nicht mehr so süß klang wie in seinen Träumen, "du wirst mein Prinz des Nichts sein." Und der Schatten verschlang den Planeten und all seine Magie. Jetzt reist der Prinz mit den Schatten zusammen. Sie sprechen mit anderen Kindern in ihren Träumen und durchqueren das Universum auf der Suche nach ihrem Planeten. Ende. Das ist eine schöne kleine Geschichte. Doch, muss man sagen. Juhu. Ist eigentlich ganz cool. So, ich hoffe, das stört euch jetzt. Irgendwie stört mich das gerade so ein bisschen. Ich habe nämlich jetzt gerade das Mikrofon aus Versehen ein bisschen gedreht, aber ich glaube, das ist dem Mikrofon eigentlich relativ wumpe. Ich weiß nur nicht, wo ich das anklipsen soll. Naja, kriegen wir schon hin, ne? So. Ernten. Ernten. Und ernten. Mach ich das mal hier an der Seite. Hallo, ich wollte ernten, danke. So, das nehme ich mit, ja, wird so 60, 60, 60, 50. Das bedeutet zwei davon mindestens. Dann bin ich auch bei der 60 angelangt. Und das, super. Kann ich noch ein paar Blümchen pflanzen. Ah, die Morgendämmerung, supi. Ein paar XP habe ich auch noch, das ist wunderbar. So, jetzt muss ich warten, bis der Goliath vorbeikommt. Und Locke. Das wären dann noch die beiden, mit denen ich noch zu tun haben könnte. Was sind das für ein Vieh? Ja, ein Stück Fleisch, das ist super. Ah, wurde schon lange nicht mehr von einem Wolf angegriffen. Das muss man lassen. Aber eigentlich warte ich drauf, dass mich der Locke nochmal besucht. Und dann sollte das eigentlich auch laufen. Er hat nämlich auch noch eine Quest. Und der Goliath. Jo! Somit ist der Part eigentlich auch schon wieder vorbei. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann, ja, wir sehen uns im nächsten Part, ne? Leute, ich meine, 19 Minuten, das passt. Macht's gut. Ciao.